So, herzlich willkommen zurück, es geht schon los. Der hat gesagt, du bist wohl auch hinter dem sagenhaften Pokémon her. Das wird wohl nichts. Aber sieht man ja im letzten Part. Mein Dings da, mein Lobblatt ist bald geheilt, wie man sehen kann. Ich frage mich, ob da irgendwas passiert. Ich gehe erstmal Fritzeblitz, weil ich Angst habe, dass mich das irgendwie paralysiert. Und das fällt um. Bullpix und Tuska. Habe ich ein Wasser-Pokémon? Ich habe gar nichts gegen Typ Feuer, oder? Ich weiß nicht, ob Typ Kampf. Ah, nee, ich glaube kaum. Ich würde eigentlich Psyana auch raus tun, aber. Oder Nachthaare. Aber so, ich lasse es einfach drin. Ach, stimmt, ich habe gar keine Kampfattacke auf Makuhita. Das ist natürlich sinnlos. Ah, jetzt habe ich es aus wie ein Vulpix. Egal. Vielleicht reicht's ja. Aber. Komm schon. Yes, es reicht sogar. Rückzuschlag und Konfusion. Ist aber unfair, dass ich 6 Pokémon habe und dann nur 2. Aber es gibt bestimmt Leute, wie zum Beispiel mich, die nicht verstehen, dass man die Pokémon fangen soll. Wow, vielleicht hast du doch das Zeug dazu, mit einem dieser sagenhaften Pokémon zu kämpfen. Allerdings. Mal sehen, gegen wen das Finale ist. Wieder die gleiche Kamerafahrt. Und es ist. Ach, es ist der Typ davor. Wenn du mich besiegst, dann wird sich vielleicht sogar die Queen bei dir melden. Das letzte konnte ich nicht mehr sehen. Bodybuilder Vasano. Kindwurm und Goldini. Wenn es meinem Lobblatt jetzt gut geht, nein, es geht noch nicht gut. Wäre zu schön gewesen. Ich gehe mal zuerst auf Kindwurm. Das macht mir ein bisschen Angst. Kryptoschlag reicht. Ah, es ist sogar verwirrt. Aber es kann mir eigentlich egal sein. Lobblatt, du musst es jetzt geheilt sein. Okay, es steht noch nichts drauf und wegen geheilt. Vielleicht kommt es noch. Es ist sogar im Furio-Modus. Kryptoschlag auf Magnetilo, Konfusion auf Magnetilo. Ach, der hat diesmal sogar mehr Pokémon. Bam. Nice. Das reicht sogar. Es kommt gar keine Musik, fällt mir gerade auf. Botogel. Falls das so ausgesprochen wird. Ich habe früher mal Portugal gesagt, aber es ist eigentlich ein B und kein P. So Portugal. Klingt komisch. Ich würde gern Rasierblatt machen, aber Konfusion auf Portugal. Und es ist sogar die Hälfte ab, also sogar mehr als die Hälfte. Geschenk. Vielleicht heilt's mich? Leider nicht. Ganz ehrlich, Portugal, keine Ahnung, was dieses Pokémon soll. Es hätte eigentlich mal eine Entwicklung verdient. Aber dann wäre es auch nicht mehr das gleiche. Ach, rechte Hand. Keine Ahnung, was ich damit soll. Ja.
Vielleicht ja am Pokémon Ultra Sonne Mond. Man weiß es nicht. Oder eine Alola-Form. Ich kann mir vorstellen, dass es da neue Alola-Form geht. Gibt. Ich probiere mal nee, Rasierblatt zu probieren ist nur. Hallo. So. Ich hoffe einfach. Diesmal zweite Generation. Das letzte Mal war es ja erste Generation, diesmal ist es zweite. Also, es wäre cool. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Und das war's. Du bist stark, vielleicht hast du doch noch Großes vor dir. Oh, ich hab anscheinend eindeutig gewonnen. Ich dachte, jetzt passiert irgendwas Spannendes, aber... Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Was für ein gigantischer Kampf. Und das Preisgeld beträgt 4.848 Poké-Dollar. Hier, bitteschön. Außerdem erhältst du dir nur 6 als Preis für deinen Sieg. Danke. Wir hoffen, dich bald wieder in einem Turnier begrüßen zu dürfen. Wenn ich jetzt rausgehe, passiert bestimmt irgendwas. Da, 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 da. Kann sein, dass sich die Pokémon, diese Krypto-Pokémon nicht trainieren. Kralle-Info. Achso, hier zeigst du die ganzen Pokémon an. Und also auch bestimmt die, die ich noch nicht gekrallt habe. Ist natürlich eine gute Idee. Mails, habe ich Mails bekommen? Nö. Ende. So ungefähr nach dem Prinzip könnte ich mir ein Pokémon-Spiel auf der Nintendo Switch vorstellen. Also, vom Design her. Hi, was sagst du? So ein Mist, kurz vor dem Turnier habe ich Bauchschmerzen bekommen und konnte nicht antreten. Ach, das war wer anders? Ja, er wollte das Orakel nach Bauch fragen, wann er das nächste Mal Bauchschmerzen bekommt. Hallo, du bist doch der Trainer, der im letzten Turnier gesiegt hat. Komm mit, die Queen möchte dem ruhmreichen Champion ein besonderes Geschenk überreichen. Folge mir einfach. Die kennen mich doch bestimmt. Ja, die Queen kennt mich doch, der hat mich gesehen beim Bürgermeister. Komische Musik. Hier bringe ich den Sieger des letzten Turniers. Wir werden dir ein Krypto-Pokémon geben, damit du ab jetzt richtig auf die Pauke hauen kannst. Holla, unser Gewinner ist dieses Mal ja ein richtig hübscher Bengel. Sonst ist es immer so langweilige Typen. Das ist doch mal eine nette. Hey, Moment mal. Ist das nicht dieser Nilk, von dem die Queen erzählt hat? Was? Etwa der Kerl, der uns schon im Fehler genervt hat? Und ich habe ihn ausgerechnet hierher gebracht. Na warte, die werde ich jetzt unsich. Was? Einzahlen? Die werde ich jetzt unsich heimzahlen im Stand der Krypto-Knecht. Das kann ich wieder leiser machen. Das hätten die anders regeln müssen. Es ist einfach laut in Häusern, leise in Häusern und dann wird's wieder laut, das ist doch dumm. Mag vielleicht ganz gut für die Atmosphäre sein, aber... Oh, ein Yanma. Ich ignoriere es einfach. Ninkada. Ach ja, Temposchub von Yanma. Ist der Kryptoschlag daneben gegangen oder was soll der Mist? Jetzt kommt ein Ultraschall. Konfusion könnte reichen. Und das reicht doch. Okay. Seltsame Animation. Geweiher.
hoffe mal, es wird nicht. Ah, ich werfe dann den Superball. Ich werfe den Superball. Aber durch die Initiative frisst das nicht aus, oder? Das wäre ja dumm. Janma. Und. Was soll noch Geweiher? Zack. Eins, zwei, drei. Nice. Ich finde es irgendwie gemein, die Pokémon einfach wegzunehmen. Aber es ist halt mehr das. Ein vollkommen anderes Prinzip. In den normalen Pokémon-Spielen darfst du die Pokémon von den Trainern nicht fangen. Aber die wilden. Und hier kriegst du halt keine wilden, sondern nur die Trainer-Pokémon. Aber es ist ja nicht für einen guten Zweck. Tatsächlich ist ein echter Scherb aus dem Kolosseum. Dass ich das immer stabilisieren muss, ist mega nervig. Aber verständlich, natürlich. So eine Pleite, ich habe keine Chance gegen dich. Hörst du es erfasst? Und jetzt also verziehe ich mich, schließlich hast du ihn hierher gebracht. Ernsthaft? Gut, ihr seid unverletzt. Ich hatte gehört, dass ihr dieses Gebäude betreten habt und deshalb habe ich mir Sorgen gemacht. Grant, die Kerle hier verteilen Krypto-Pokémon an die Sieger der Turniere. Krypto-Pokémon? Sind das etwa diese rasenden Pokémon, die auch Menschen angreifen? Genau, sie benutzen Krypto-Pokémon und die Rowdies, die sie trainieren für irgendetwas. Aber wofür nur? Hm, dafür brauchen sie also das Kolosseum. Weißt du, mein Papa, also diese die Queen, hat das... Ach, die Queen ist... Ach nein. Also diese die Queen hat das Pokémon für meinen Papa als Geißel genommen. Das ist ja furchtbar, diese die Queen schreckt ja auch für gar nichts zurück. Es ist ein Plüssel. Hoffentlich tun sie ihm nicht weh. Sie haben mich in der Hand. Solange sie mein Plüssel in ihrer Gewalt haben, kann ich nichts dafür. Damit wird dieser The Queen nicht durchkommen. So ein widerlicher Lackaffe. Wir retten euer Plüssel. Versprochen. Stimmt doch nicht, wahr? Nein. Okay, doch. Ja, ich wusste erst, dass ich mich auf dich verlassen kann, Nick. Komm, Grant. Hier ist das viel zu gefährlich für die anderen. Würden sie bitte alle das Gebäude verlassen und sich in Sicherheit bringen? Ich würde so gern mit euch gehen, aber du hast recht. Ich werde gehen und auf eure Fähigkeiten vertrauen. Passt trotzdem gut auf euch auf. Die Queen sieht vielleicht aus wie ein Clown, aber im Kampf ist er nicht zu unterschätzen. Oh, hier ist sogar eine Kulpa-Akte. Das. Auf der Akte steht Kulpa-Akte FM. Ja. Furio-Modus. Die Abnormitäten im Verhalten der Krypto-Pokémon werden vermutlich durch deren extreme Kampftauglichkeit hervorgerufen. Dem Ignorieren von Befehlen sowie der Tendenz, im Kampf Trainer anzugreifen, haben wir den Namen Furio-Modus gegeben. Im Furio-Modus steigt die Volltrefferquote der Attacke Krypto-Schlag, aber dafür verlieren Items ihre Wirkung. Um den Furio-Modus zu beenden, ruft der Trainer im Kampf den Namen des Pokémon, was allerdings einen entscheidenden Nachteil hat. Ruft man den Namen des Pokémon so oft, dass ich das jetzt... So öffnet sich das Herz des Pokémon ein kleines Stück. Diese Tatsache erfordert dringend weitere Forschung. Professor Kulpa, Leiter des Krypto-Pokémon-Labors. Okay. Ach, ich muss da erst hinlaufen. Schon mal der falsche Weg. Das ist aber nicht wie den... Doch, es ist so. Hey, was macht ihr da? Skater Derek. Ich habe gehofft, ich kann mich da vorbeischlängeln. Aber anscheinend nicht. Hoffentlich hat er kein Krypto-Pokémon. Ich habe jetzt keine Lust, hier irgendwas zu fangen. Ich rufe das jetzt mal. Einfach zum Test. Loblad. Kommt zur Besinnung. Okay. Wann wird es wieder normal?
Es hat bisher nicht einmal eine andere Attacke außer Kryptoschlag eingesetzt. Ich probiere jetzt mal einen Body Slam. Na, es wird wahrscheinlich nicht zum Zug kommen, aber. Oh doch. Nice. Zu stark für mich. Ich bin zu schwach, ich muss wohl noch ein paar Level aufsteigen. So, jetzt kann ich heilen. Das war's, bis zum nächsten Mal. Tschüss.